Hallo und welcome back bei Easy Tech. Heute gibt es mal wieder ein Tipps und Tricks Video, dieses Mal für das Google Pixel 9 Pro Fold. Eventuell ist ein Teil der Tipps auch auf Googles weitere Geräte im diesjährigen Portfolio anwendbar, wie beispielsweise dem Google Pixel 9 Pro. Falls ihr interessiert seid, wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Video. Los geht's nach dem Intro. Kommen wir zu Tipp Nummer 1: Startbildschirmraster ändern. Beim Startbildschirmraster handelt es sich praktisch um die Symbole, die sich auf dem Bildschirm befinden. Es kann die Situation eintreten, wo man mehr Symbole haben möchte oder eher weniger und dafür größer. Dazu gibt es die Möglichkeit. Dazu gehen wir in die Einstellungen. Dort suchen wir den Punkt Hintergrund und Stil, tippen da drauf und hier haben wir einmal Sperrbildschirm und einmal Startbildschirm. Da gehen wir auf Startbildschirm und scrollen nach unten, bis wir den Punkt App-Raster finden. Der ist standardmäßig auf 4x4 eingestellt. Jetzt können wir den beispielsweise auf 4x5 ändern und dann sehen wir schon, wie mehr Symbole Platz finden auf dem Bildschirm. Das schauen wir jetzt uns nochmal an und wir sehen, die Symbole sind kleiner und wir haben insgesamt mehr Platz für Icons. Tipp Nummer 2: Now Playing aktivieren. Bei den Google Phones haben wir eine coole Funktion, die sich Now Playing nennt. Das kann man so mit Shazam von Apple vergleichen beispielsweise. Also sprich, wir können Musik taggen und uns die dann anzeigen lassen. Beim Google Pixel Phone funktioniert das sogar noch einen Tick besser. Und zwar, ich zeige euch das mal. Dazu gehen wir in die Einstellungen. Dort gehen wir auf den Punkt Display und hier auf den Punkt Sperrbildschirm. Und wenn wir hier runtergehen, ist hier der Punkt Now Playing. Da steht schon dabei, Titel erkennen, die in der Nähe gespielt werden. Der muss natürlich aktiviert werden. In meinem Fall ist er schon aktiviert. Und wenn wir jetzt hier runter scrollen, finden wir hier den Now Playing Verlauf. Und der hat dann alles, was wir gehört haben, aufgezeichnet. Und so können wir rekonstruieren. Oder wenn wir ein Lied suchen, ein bestimmtes, wo wir gehört haben, wo wir gern wissen würden, dann können wir da drauf gehen und können uns das gleich bei YouTube, Apple Music oder dergleichen anzeigen lassen. Tolle Geschichte, wie ich finde. Tipp Nummer 3: App-Seitenverhältnis anpassen. Der ein oder andere kennt es vielleicht bereits von den Samsung Foldables. Und zwar, wenn wir eine App starten, haben wir teilweise an der Seite so schwarze Balken. Also das App-Seitenverhältnis passt nicht und füllt nicht den gesamten Bildschirm aus. Da kann man auch bei den Google Pixel Fold relativ leicht Abhilfe schaffen. Wir gehen wieder in die Einstellungen. Dort gehen wir auf den Punkt Apps, scrollen runter bis zum Ende, gehen auf Seitenverhältnis experimentell und dann werden uns schon Apps vorgeschlagen. Da suchen wir uns jetzt die besagte One Football App und sehen schon, dass die auf App Standard steht. Wir gehen auf ganzes Display, wechseln rüber in die App. Und schon sehen wir, dass die App nun den kompletten Bildschirm ausfüllt. Das geht natürlich mit jeder beliebigen App. Tipp Nummer 4: Aufleuchten bei Benachrichtigungen. Es kommt der Fall, dass ihr vielleicht Benachrichtigungen auf eurem Handy durchlassen wollt, aber eigentlich auf Bitte nicht stören seid. Und da gibt es eine Möglichkeit, ein relativ unauffälliges Signal zu generieren. Und das wäre das Aufleuchten des Bildschirms. Dazu geht ihr in die Einstellungen. Dort sucht ihr den Punkt Benachrichtigungen. Hier wiederum geht ihr runter auf Aufleuchten bei Benachrichtigungen. Und da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen Aufleuchten des Kamerablitzes bei Benachrichtigungen oder Aufleuchten des Bildschirms bei Benachrichtigungen. Ich demonstriere euch jetzt mal das Aufleuchten. Dazu müssen wir das aktivieren. Suchen uns noch eine Farbe aus. Da würde ich sagen, nehmen wir mal Rot. Und jetzt tippe ich auf die Vorschau und so sieht es dann aus, wenn eine Benachrichtigung kommt, ohne dass ein akustisches Signal ertönt, kann in der einen oder anderen Situation wirklich von Nutzen sein. Tipp Nummer 5: Ladestandanzeige im Prozent. Wir haben ja oben in der rechten Ecke dieses kleine Akkusymbol. Der ein oder andere möchte gerne die Prozentzahl dort angezeigt bekommen.
Das kann man relativ einfach bewerkstelligen. Dazu gehen wir wieder in die Einstellungen. Dort gehen wir auf den Punkt Akku. Und hier ist der Punkt Ladestandanzeige in Prozent. Da tippen wir drauf und schon sehen wir, die 58 verbliebenen Prozent in meinem Fall werden oben angezeigt. Tipp Nummer 6, glasklare Anrufe. Mittlerweile gibt es bei fast jedem Hersteller die Möglichkeit, durch AI die Gesprächs- und Empfangsqualität beim Telefonieren zu verbessern, so auch bei Google. Dazu gehen wir in die Einstellungen, dann gehen wir runter auf den Punkt Ton und Vibration und hier wiederum scrollen wir runter bis zu dem Punkt glasklare Anrufe. Da steht schon reduziert Hintergrundgeräusche während deiner Anrufe. Und das müsst ihr dann einfach nur aktivieren. Ich habe das selber ausprobiert, sowohl mit glasklare Anrufe als auch ohne. Und funktioniert wirklich deutlich besser. Eine richtig gute Funktion, wie ich finde. Tipp Nummer 7. Apps nach Zuklappen weiterverwenden. Ihr kennt die Situation vielleicht. Ihr habt ein Foldable, habt eine App geöffnet im aufgeklappten Zustand und nutzt die. Wollt dann schnell zusammenklappen und die App weiter benutzen. Und auf einmal findet ihr euch auf dem Sperrbildschirm wieder und ihr könnt sie nicht einfach nahtlos weiter nutzen. Da gibt es aber auch eine Abhilfe. Und zwar gehen wir dazu wieder in die Einstellungen. Dort suchen wir den Punkt Display. Unter diesem Punkt gehen wir auf den Punkt Apps nach Zuklappen weiterverwenden. Und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Aktuell ist nie aktiviert. Das ist eben gerade das, wenn wir das zuklappen und dann können wir sie nicht weiter nutzen. Dann hätten wir noch die Möglichkeit zum Fortfahren hochwischen oder dass immer der Bildschirm aktiviert bleibt. Ich demonstriere euch jetzt mal zum Fortfahren hochwischen. Also wir gehen wieder in unsere App rein. Dann klappen wir das Gerät zu und wischen von unten nach oben und müssen nichts entsperren und können den Bildschirm weiterverwenden. Dann möchte ich euch gerne noch die andere Funktion demonstrieren. Und zwar wäre das immer. Jetzt gehen wir wieder in unsere App, klappen zu und können sofort nahtlos weiter nutzen. Also hier haben wir eine Reihe von Möglichkeiten, das Verhalten zu steuern. Tipp Nummer 8, Navigationsmodus. Dieser Tipp kommt in fast jedem Tipps und Tricks Video von mir vor, weil es einfach eine Funktion ist, da scheiden sich die Geister. Der eine mag die neumodischen Gesten, der andere möchte gerne die klassischen Android-Tasten. Ich zeige euch das mal. Dazu gehen wir in die Einstellungen. Dort suchen wir den Punkt Display. Und hier wiederum suchen wir den Punkt Navigationsmodus. Da ist jetzt Bedienung über Gesten eingestellt, weil ich mich mittlerweile an die Gesten gewöhnt habe. Also die Gesten bedeuten, ich wische hier beispielsweise zurück oder ich rufe hier den Zwischenspeicher auf und solche Dinge. Wir können das natürlich aber auch ändern. Dazu gibt es hier unten den Punkt Bedienung über drei Schaltflächen. Wenn wir den anklicken, erscheint hier unten die Taskleiste. Und hier haben wir die prominenten Android-Knöpfe für den Zwischenspeicher zum Beispiel, dann hier für den Home-Button oder hier, um zurückzugehen. Also das ist so individuell wie der User selbst. Da müsst ihr selber entscheiden, was euch lieber ist. Ich bin halt eher mittlerweile der Gestenfreund. Tipp Nummer 9, Bildschirmstil auf seine eigenen Wünsche anpassen. Um euch das gleich mal zu demonstrieren, wechseln wir gleich mal in die Einstellungen. Unter dem Punkt Hintergrund und Stil. Und hier steht uns jetzt eine ganze Palette von Individualisierungsmöglichkeiten sowohl für den Sperrbildschirm als auch für den Startbildschirm zur Verfügung. Ich zeige euch da mal ein bisschen was. Wir können beispielsweise die Uhr verändern, dass sie anders ausschaut. Wir können die Farbe verändern. Wir können die Größe verändern. Also da sind uns wirklich viele Möglichkeiten gegeben, um unseren Sperrbildschirm anzupassen. Hier können wir noch Verknüpfungen anlegen für unten. Zum Beispiel habe ich jetzt links unten die Kamera. Da können wir dann auch einfach Stummschalten zum Beispiel drauflegen. Und rechts die Verknüpfung können wir auch ändern. Zum Beispiel hier die Kamera hinlegen. Also gibt es viele Möglichkeiten, seinen Sperrbildschirm zu individualisieren. Den Startbildschirm kann man auch individualisieren. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Einfach ein bisschen rumexperimentieren, sind auf jeden Fall tolle Sachen dabei.
Tipp Nummer 10, Anzeige vergrößern bzw. verkleinern. Vielleicht seid ihr auch schon etwas im gesetzteren Alter wie ich und möchtet gerne die Schriftgröße oder die Icongröße etwas anpassen oder auch verkleinern, wie auch immer. Da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit. Wir gehen in die Einstellungen. Dort scrollen wir runter zu den Bedienungshilfen. Und hier gibt es den Punkt Anzeigegröße und Text. Und hier können wir jetzt beispielsweise die Schriftgröße verändern oder die Anzeigegröße von Symbolen und alles. Das Schöne ist, das passiert alles in Echtzeit. Das heißt, ihr könnt es hier recht schön anpassen. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, das ganze Fett zu drucken oder hohen Kontrast anzuwenden. Und da könnt ihr das Gerät auf eure persönlichen Präferenzen einstellen. Wenn ihr dann irgendwann gemerkt habt, oh je, ich habe jetzt alles komplett verstellt, gibt es hier unten auch die Möglichkeit, alles wieder zurückzusetzen. Auf jeden Fall tolle Sache. Tipp Nummer 11, Bildschirmfixierung. Die Bildschirmfixierung ist eine Funktion, die man nicht allzu oft benötigt, aber wenn man sie braucht, ist man froh, sie zu haben. Ich erkläre euch jetzt einfach mal ein Beispiel. Ihr habt ein Kind, wo auf eurem Tablet vielleicht Minecraft spielen will und ihr wollt aber nicht, dass das Kind irgendwie das beendet und dann irgendwas anderes auf dem Gerät macht. Da gibt es eine Möglichkeit, das zu sperren. Aktiviert wird das Ganze unter Einstellungen. Dort scrollen wir runter bis zu dem Punkt Datenschutz und Sicherheit. Hier wiederum gehen wir auch wieder bis unten. Mehr Sicherheit und Datenschutz. Tippen hier drauf. Und dann finden wir hier unten den Punkt Bildschirmfixierung. Die müsst ihr aktivieren. Ich habe die schon eingeschalten. Jetzt im nächsten Schritt öffnet ihr das Spiel oder die App, die ihr sperren wollt. Ich nehme das besagte Minecraft. Und wenn ihr dann drin seid in der App, dann zieht ihr von unten nach oben, um den Zwischenspeicher zu öffnen und geht hier oben auf dieses kleine Symbol, bleibt da drauf und dann ist hier der Punkt Fixieren. Jetzt ist die App fixiert. Was passiert jetzt, wenn jemand versucht rauszugehen aus der App? Von unten nach oben passiert nichts, von rechts nach links. Willst du Minecraft verlassen? Okay, funktioniert aber nicht. Wollt ihr das Ganze wieder deaktivieren? Dann zieht ihr von unten nach oben und bleibt drauf. Und dann findet ihr euch auf dem Sperrbildschirm wieder. Jetzt könnt ihr das Gerät ganz normal entsperren mit eurem Fingerabdruck bzw. eurem Gesicht. Und schon ist wieder alles beim Alten. Tipp Nummer 12, Psst aktivieren. Diese Funktion ist eigentlich nichts anderes als bitte nicht stören in einer eleganten Art und Weise zu aktivieren. Ich demonstriere euch das mal. Dazu gehen wir in die Einstellungen, scrollen runter bis zu dem Punkt Digital Wellbeing und Jugendschutzeinstellungen. Und hier scrollen wir wiederum runter bis zu dem Punkt Phone umdrehen, um Psst zu aktivieren. Das müssen wir aktivieren. Es wird euch dann auch schon relativ schön demonstriert. Ihr nehmt das Gerät und legt es so auf den Tisch. Ihr merkt dann auch ein leichtes Vibrationsfeedback und jetzt ist euer Gerät auf Bitte nicht stören eingestellt. Wenn ihr jetzt wieder das Handy hochhebt, wird es wieder automatisch deaktiviert, was ihr auch wieder durch ein Vibrieren spürt. Also eine sehr elegante Art und Weise, sein Gerät auch in den Bitte nicht stören Modus zu versetzen. Tipp Nummer 13, Tastatur nach eigenen Wünschen anpassen. Bei den Foldables haben wir ja mit der Tastatur eine eigene Situation. Zumeist wird uns die Tastatur hier unten komplett eingeblendet und der ein oder andere möchte gerne vielleicht eine andere, individuellere Tastatur haben. Da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit. Wir gehen wieder in die Einstellungen. Dort scrollen wir runter bis zu dem Punkt System. Dort gehen wir auf den Punkt Tastatur und hier auf den ersten Punkt Bildschirmtastatur. Und hier finden wir das Gboard, da tippen wir drauf. Und jetzt haben wir diverse Einstellungsmöglichkeiten. Wir können einmal hier in die Einstellungen gehen und können beispielsweise hier beim Einhandmodus die Tastatur rechts anpinnen. Das zeige ich euch mal kurz. Jetzt habt ihr die Tastatur auf der rechten Seite und könnt hier beispielsweise mit der rechten Hand tippen. Natürlich funktioniert das Ganze auch mit der linken Hand beispielsweise, dass die Tastatur links angepinnt wird. Dann gibt es noch die Möglichkeiten beispielsweise, dass man das Design der Tastatur verändert. Also es sind wirklich einige schöne Möglichkeiten, um alles zu individualisieren. Probiert da einfach mal rum, was euch am besten gefällt.
Tipp Nummer 14, schnell tippen, um Aktionen zu starten. Dieser Tipp ist gleichzeitig einer meiner Lieblingstipps bei diesem Video. Ich demonstriere euch das mal. Vergleichbar ist das Ganze beispielsweise mit dem Action-Button vom iPhone 15 Pro. Dazu gehen wir in die Einstellungen, dann System und hier finden wir den Punkt Touch-Gesten und Bewegungen und dann gibt es hier oben den Punkt Schnell tippen, um Aktionen zu starten. Das wird dann auch schön demonstriert. Wir schalten das ein und da kann man jetzt diverse Sachen auswählen, zum Beispiel Screenshot erstellen oder die Taschenlampe ein- und ausschalten oder man kann auch jede beliebige App öffnen. Ich stelle es jetzt mal auf den Screenshot ein, weil ich das eigentlich am häufigsten brauche. Und dann demonstriere ich euch das mal. Ich klappe dazu das Gerät zu und möchte jetzt einen Screenshot erstellen und tippe hier zweimal drauf und ihr seht, das klappt einwandfrei. Tolle Sache. Tipp Nummer 15, Ein-Aus-Menü. Wenn wir auf den Power-Button an der Seite drücken, dann wird standardmäßig der digitale Assistent, in dem Fall Gemini, aktiviert. Der ein oder andere möchte vielleicht, dass man damit das Gerät wieder ausschalten kann. Das kann man einrichten. Dazu gehen wir in die Einstellungen. Dort scrollen wir runter zu dem Punkt System. Hier wiederum gehen wir auf den Punkt Touch-Gesten und Bewegungen und dann gibt es hier den Punkt Ein-Aus-Taste gedrückt halten. Da ist standardmäßig jetzt wieder auf digitalen Assistenten zugreifen eingestellt. Wir können aber auch hier das Ein-Aus-Menü drauflegen. Und jetzt, wenn wir den Button gedrückt halten, können wir unser Gerät sachgemäß herunterfahren. Das waren meine Tipps und Tricks zum gerade frisch vorgestellten Google Pixel 9 Pro Fold. Natürlich gibt es noch deutlich mehr nützliche Funktionen, aber jetzt seid ihr gefragt. Besteht Interesse an einem weiteren Tipps und Tricks Video zum Google Pixel 9 Pro Fold? Oder kennt ihr noch einen guten Tipp, den ich wissen sollte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Über ein Abo und einen Daumen würde ich mich natürlich auch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag. Ciao.